Jetzt kann ich die DDR, schlag mich tot, als Allegorie oder als Metapher verwenden für Dinge, die bis heute hineinreichen und etwas über uns erzählen. Der Berliner Schriftsteller Ludger Fuchs hat auf Drängen seiner Familie Einsicht in seine Stasi-Akte beantragt. Zur Überraschung aller taucht darin ein Liebesbrief aus den 80ern auf, der nicht von seiner Frau Corinna stammt. Ludger flieht erstmal aus der Wohnung und erinnert sich, wie er einst von der Stasi angeworben wurde, um die Künstlerszene am Prenzlauer Berg zu unterwandern. Zunächst lief die Undercover-Mission auch problemlos, bis er sich in Natalie verliebt hat. Du bist wirklich ein großartiger Menschenbeobachter. Was das Mädchen nicht weiß, ist, dass der junge Mann ein Geheimnis mit sich herumträgt. Ein dunkles Geheimnis? Oh ja. Leander Hausmanns Stasi-Komödie ist nach Sonnenallee und NVA der Abschluss von dessen DDR-Trilogie. In Berlin haben wir ihn zum Interview getroffen. Sie haben sich an Ihrer Karriere schon sehr oft eben mit der DDR auseinandergesetzt, Sonnenallee, NVA oder auch im Theater. Was reizt Sie so sehr daran, das immer wieder filmisch oder im Theater zu verarbeiten? Man sollte Filme machen über Dinge, die man kennt, wo man sich auskennt. Das ist eine. Aber das Reizvolle an der DDR-Geschichte ist, dass keiner wirklich weiß, was da abgelaufen ist. Und dadurch kann man immer wieder die Leute überraschen. Also die Westdeutschen, umso weiter südlich man kommt, umso auffälliger wird es, sind ja geradezu stolz auf ihr Unwissen. Ja? Sie machen es sich gerne in ihrem Kopf, ja, in ihrem unpolitischen, undialektischen Kopf, machen sie sich gerne gemütlich, ja, und ordnen die Welt in Schwarz und Weiß ein und sie sind fein raus, weil sie sind ja in der Gegenwart, die leuchtet ja so hell vor dem dunklen Hintergrund der DDR-Diktatur. Aber wir sind noch lange nicht da angekommen, wo die Welt hin muss. Ja, denn gestartet ist dieses Land ja mit einer hehren Aufgabe, nämlich den großen Menschheitstraum von Freiheit, also von Freiheit eher wohl nicht, aber eben von, naja, doch, natürlich, dass es den Menschen besser geht nach dem Faschismus. Wir tun immer so, als sei dieses Land irgendwie vom Himmel gefallen und die Ursprünge liegen, kann man bis in die natürlich bis zum Versailler Frieden hin verfolgen. Ich meine, wir hatten halt die Russen. Die Russen haben erstmal alles abgeschraubt in der DDR und der Westen hatte den Marshallplan. Und wie ist konkret die Idee zu Stasi-Komödie entstanden? Mich hat die Darstellung der Stasi genervt, weil wir wissen alle, dass die Geheimdienste rund um den Erdball schweinische Organisationen sind, die kriminelle Dinge tun. Und da rede ich nicht nur von Guantanamo, sondern von all den Dingen, die wir nicht wissen und von den angezettelten Kriegen durch die CIA. Und deswegen sage ich, kommt von eurem hohen Ross runter, betrachtet die Gegenwart und versucht aus der Vergangenheit zu lernen. Und die bösen Dinge sind nicht immer offensichtlich. Und Menschen, die Böses tun, sind nicht immer unbedingt böse. Das ist eine Kindervorstellung von böse und gut. Was okay ist. Der Western lebt von diesen Klischees. Und wir sehen uns das schon seit fast einem Jahrhundert voller Überraschung immer wieder an, dass die gleichen Archetypen in anderen Konstellationen irgendwie immer das Gleiche erzählen und doch variiert vor dem Hintergrund des wilden Westens, von dem wir wissen, dass er so, wie wir ihn sehen, natürlich nicht stattgefunden hat. Nehmt euch in Acht vor diesem Künstler. Wie hat echt einen festen Freund? Kann Ihr Bruder sein? Nee, kann nicht Ihr Bruder sein. Hey, Schüchterner, darf ich mal lesen? Junge trifft Mädchen. Oh nee. Dann trifft der Junge noch ein anderes Mädchen und die Dinge werden kompliziert. Und inwiefern, würden Sie sagen, ist das Genre Komödie oder eben Satire geeignet, um etwas über die Stasi zu erzählen? Na gut, also ich lehne mich weit aus dem Fenster, das weiß ich, mit dem Titel. Ja, und dann auch noch mit meinem eitel darüber geschriebenen Namenszug. Ja, aber wenn Bulli das macht, kann ich das auch machen. Und ich würde es nicht bei jedem Film, würde ich es nicht machen, zumal wenn ich nicht das Buch geschrieben habe und wenn es sich nicht um so eine heikle Angelegenheit handelt. Weil ich kann nur als Künstler für mich sprechen. Ich bin kein Opfersprecher oder ich bin nicht im Verein der Maueropfer oder so, ne? Sondern ich erzähle über mich und mein Leben und erzähle und versuche, die Jugend zu feiern
und die Menschen in ihrem Lebensauftrag, den sie haben, eben dem Alltag zu gewachsen zu sein und dadurch kleinere und größere Strategien entwickeln, die nicht immer unbedingt unser Wohlwollen erregen, weil wir uns nicht so sehen. Ne? Und das würde ich gerne relativieren. Also da würde ich nicht relativieren, dass dieser Geheimdienst ein unmögliches Unrechtsland gestützt und verteidigt hat. Aber wie jeder Geheimdienst hat er sich eben verselbstständigt, weil da dieses große Kind, ja, dieser kleine Nero, ja, eben auch sein eigenes Ding gemacht hat. Scheiße, komm! Unterdeckung! Nimm die Hand da weg! Was? Ich jetzt? Ach du! Los, zu mir! Die gehen jetzt zu ihr. Ich hab's auf Bild. Ich auf Ton. Ich hab's mitgeschrieben. Na los, fall hinterher, die entkommen uns doch! Ah, die sind doch gar nicht unser Auftrag! Würden Sie sagen, dass sich das deutsche Kino zu wenig Filme eben wie Stasi-Komödie traut, wo eben Themen auf eine bestimmte, sage ich mal, unkonventionelle Art angegangen werden? Ich finde, das deutsche Kino kann sich mal ein bisschen locker machen. Aber das fand ich schon immer, ehrlich gesagt. Es gab so in den 90ern, so, wo ich da so ende, wo ich dann auch noch so ein bisschen also von diesem Trend so ein bisschen profitiert habe, dass wir angefangen haben, Komödien zu machen. Das war ja unter den deutschen Filmemachern bis dato verpönt und ist es ja in gewisser Weise immer noch ein Nischengenre, was in der Regel keine Preise bekommt, dann sage ich, naja, jeder muss machen, was er will. Ich glaube, das eigentliche Problem ist, und das ist ein Problem, glaube ich, schon dieser Zeit, und das wird sich wieder ändern, ganz sicher, weil es so nicht weitergeht, dass man den Künstlern ein bisschen mehr vertraut und nicht von allen Seiten, man kennt ja auch, jeder hat was dazu zu sagen. Aber wenn es dann Misserfolg ist, war ich der Einzige, der irgendwas zu sagen hatte. Ne? Und das beschleunigt nicht gerade die Wege zum Kunstwerk. Aber Filme machen braucht es schon immer einen langen Atem. Und was würden Sie sagen, wie wichtig ist es generell, dass geschichtliche Themen im Kino aufbereitet werden, jetzt egal in welcher Form? Also Geschichte interessiert mich nur, also privat schon. Ja, aber so als Künstler eher weniger. Also meine Filme, also das würde ich regelrecht verbieten, da würde ich geradezu einstweilige Verfügungen rausgeben, die dürfen nicht im Geschichtsunterricht gezeigt werden. Das ist kein richtiges Bild, aber man kann es meinetwegen im Deutschunterricht zeigen, um zu zeigen, was Fiktion ist. Also was, wir haben hier die DDR, also wir kennen alle Figuren, das sind Archetypen. Ich muss nicht immer von vorne anfangen. Das war ein langer Weg, das war eine lange Arbeit. Und jetzt habe ich eine Spielwiese, wo wir die Spielfiguren kennen. Und jetzt kann ich die DDR, schlag mich tot, als Allegorie oder als Metapher verwenden für Dinge, die bis heute hineinreichen und etwas über uns erzählen. Das kann man natürlich ganz gut an Geschehnissen festmachen, die schon waren. Oh, ist das süß. Lauter Tierliebhaber hier im Raum. Worauf können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer besonders freuen bei Stasi-Komödie? Also, erstens glaube ich, das ist mein bester Film. Meine Güte, das habe ich über jeden Film gesagt. Aber diesmal haben es mir andere auch gesagt, deswegen greife ich das jetzt auf. Also darauf kann man sich freuen. Ich glaube, das sieht man, dass da eigentlich, dass der Film es sich nicht leicht gemacht hat. Und dass er jetzt aber leicht daherkommt. Und man kann sich wirklich, glaube ich, erstmal darauf freuen, dass es wahnsinnig gute Schauspieler sind. Dass es ein Cast ist zwischen bekannt und neu, ja, was ja auch heutzutage eher immer schwierig ist, einen Schauspieler durchzusetzen, der nicht berühmt ist. Frage ich mal, wie werden denn die überhaupt berühmt? Irgendwann müssen sie doch mal. Also, und dann vor allem, so geht es mir, also wenn ich Filme sehe, ich möchte, dass der Film so mir für diesen Moment, wo ich im Kino sitze, so ein Zuhause anbietet, dass ich da so wohne, so lebe, dass ich mich auskenne, so ein bisschen in den Straßen und in den Figuren, in den Wohnungen und so weiter. Und dass, wenn ich das Kino verlasse, dass ich dann doch zumindest für einen kurzen Moment ein gewisses Heimweh habe. Deswegen sind ja Filme, die den Leuten, das könnte der Film sein, ein Schlüsselerlebnis bieten, kommen sie immer wieder auf diesen gleichen Film zurück. Und wenn ich Bücher in meiner Bibliothek aussortiere, sind es immer die Bücher, die
neu sind. Die alten Bücher bleiben stehen, weil ich immer wieder reingreife, weil sie riechen nach der Vergangenheit und sie riechen nach meinem Leben, weil sie mich so lange schon begleitet haben. Und da geht es gar nicht mehr so sehr ums Lesen, oder es geht nur darum, dass es da ist. Alles klar, vielen lieben Dank. Du bist bei der Stasi. Der Klassiker. Sehe ich so aus?